Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA 4. Da drüben steht die Karre, die möchte ich aber irgendwie nicht haben, weil die ist blöd. Die fährt so komisch. Haben wir ein schniekes Auto gerade rumstehen, zufällig? Naja, nee, doch. Aber wir nehmen einfach das hier, das wird schon passen. Nanu? Was ist denn da passiert? Das Glas ist einfach kaputt gegangen. Das hat aber lange gedauert, Nico. Also das muss schneller gehen, mein Freund. Na dann, ich bin mal gespannt, was das jetzt hier gibt für eine Mission. Ich kann mich an die Mission zum Beispiel überhaupt gar nicht erinnern. Ach, ich fahre einfach weiter geradeaus. Scheiß drauf. Jetzt fährt da auch noch einer gegen. Ja, flippisch aus, ey. Ich werde das hier wahrscheinlich auch so machen. Ich werde mal gucken, die ganzen... Also, na, was heißt denn? Wirklich in Nebenmission... Ja, warum nicht? Die ganzen Nebenmissionen... Gibt's hier... Gibt gar keine Nebensachen... Na gut, man, diese ganzen Sachen zum Spielen und so ausgehen, das werde ich schon machen. Mit Freunden mal auch ausgehen und so. Dass wir das halt auf einen gewissen Stand bekommen. Aber sonst gibt es ja nur richtige Missionen, die dann auch irgendwie storymäßig ein bisschen was dazu beitragen. Die werde ich natürlich alle machen. Weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber erzähle ich es jetzt. Hallo! Erzähle ich es jetzt halt nochmal. Ach, jetzt müssen wir wieder darüber. Meine Güte, ey. Dafür muss ich jetzt extra zu ihm fahren, um wieder dahin zu können. Es ist unbelievable. Bloß nicht die beiden hier antatschen, weil sonst gibt es Stress, ne? Sonst gibt's Stress mit Muri. Ja. Moment, wir machen das jetzt mal hier ganz einfach. So. So, ich war nämlich dran. Ja, danke, dass du den Platz freigehalten hast. So geht das nämlich. Bei dem Auto ist das eh scheißegal. Sieht ja eh schon aus wie Kraut und Rüben. Steht denn eigentlich? Ferrocci! Ha! Ups! Mr. Faustin, you want to call this off? No, I never change my mind. I've heard he's at the Guantanamo Avenue Station. Go to the platform and get rid of that rat. Shut up, Dimitri! For the last time! Okay. Mr. Lenny. Oh, ich muss ja doch da lang. Verdammt. Ich glaube, wir müssen ihn hier... Ach doch, ich kann mich doch erinnern. Ich glaube, wir müssen ihn hier nämlich vom Zug schmeißen. Wenn ich mich nicht ganz irre, zumindest. Ja, mal schauen. Mal schauen. Boah, die haben eine Straßenlage. Das ist echt... nicht mehr feierlich. So, hier steigen wir aus. Die Waffe genommen, die will ich wegstecken. Na dann, bin ich mal gespannt. Die Treppe sah gerade sehr hübsch aus. Hätte man denken können, ist eine Rolltreppe. Na dann, wollen wir mal... Scheiße, ich bin auf dem falschen Bahnsteig. Aber es macht anscheinend nichts. Hey Lenny, Mr. Faustin thinks you're a rat. He ain't taking no risks. I made more shit than Mikhail could even imagine. Why would I rat? The decision has been made. My dad pays you to ice crazy bitches like this guy. Hold on a second. Ach, deine Mutti, Junge. Schieß mal. Du kannst irgendwie nicht gut zielen, habe ich das Gefühl. Nico, los, wir müssen uns doch ein bisschen beeilen. Ich würde gern wissen nochmal. Ja, toll, jetzt habe ich das Messer in der Hand. Das ist natürlich jetzt Premium. Wo ist denn der? Scheiße. Oh, jetzt habe ich natürlich eine Scheißkarre. Komm. So. Ich denke, das wird reichen. Die Ratte ist erledigt.
Jetzt fahre ich mal irgendwo hin. $500. Yay! Hat er doch nicht so lange gedauert, wie ich dachte. Nico, do you know what you have done? I have followed Mr. Faustin's orders. Not much more. The boy you killed was... Nein! Ach, scheiß die Wand an. So ein Rotzei. Warte, Moment. Halt, stopp. Ich mach's doch lieber leiser. Ich bin mir gerade unsicher, ob das nicht zu laut ist. Fuck! So eine Kacke, jetzt habe ich den getötet, ja. Jetzt habe ich den ach Mann, ey, das ist doch scheiße. Jetzt habe ich den Anruf einfach weggedrückt. Wenn ich jetzt anrufe, passiert, glaube ich, nichts, ne? Ich würde das gerne nochmal haben. Naja. Scheiß die Wand dann, ey, ohne Witz. So, gut, dann machen wir kurz so. Dann müssen wir auf die Map. Dann müssen wir natürlich erstmal wieder zurückdriven. Oder mache ich jetzt, warte mal. Ich könnte... Moment, komm, wir machen mal was für Jacob. Rufen wir den an, machen wir Job. Alright, man. If you got any product to move, I could do with the money. Irish, bad man's hoping you give us a call now. Maybe a package waiting for a mafia better like you in a car by the cafe. Put the call in a car stock in a serious height. One love, Nico. Okay, one love. Achso, er müsste ja mir nicht automatisch... Nee, macht er irgendwie nicht. Ja doch, macht er wohl, alles klar. Boah, das ist so kacke, dass ich immer... Ich will immer auf Kreis will ich immer Handbremse machen, obwohl die auf X ist. Uiuiuiuiuiui. So macht man das. Falls ihr das nicht so macht, dann macht ihr wohl was falsch. Ja, muss man mal so... So. Geil. Habt ihr gesehen, wie man... Also so. Hallo? So slidet man um eine Laterne. So. Sonst lenkt er eigentlich relativ gut, muss ich sagen. So, ich glaube, wir müssen uns hier mal wieder ein bisschen unseren rechtmäßigen Platz einnehmen. Außer da steht jetzt keiner. Dann spielt es eigentlich gar nicht. Guck mal, da ist gar keiner dran. Kein Thema. Mal kurz hier anderen Radiosender an. Ich weiß echt nicht, ob man das überhaupt hört. Ich muss mir das mal selber dann anhören. Weil ansonsten ist das ja gut, ne? Ist ja immer die GEMA, die macht ja immer ein bisschen Stress, die weint ja immer rum. YouTube bezahlt kein Geld und dann dürfen die das auch gar nicht. Ob die Künstler das erlauben würden, das ist uns scheißegal, aber wir wollen ja Geld. Die GEMA ist eine der größten Lügen überhaupt. Dann, weißt du, die sind ja eigentlich dafür da, dass die Künstler auch vertreten sollen. Das Lustige ist aber, die Künstler haben ja natürlich also die Rechte. Ne? Außer die sind jetzt bei einem Verlag oder so, dann hat der Verlag natürlich Rechte auch dran. Die Vertriebsrechte und so weiter. Aber nicht das Eigentumsrecht. Die GEMA ist nun im Grunde eigentlich ja dafür da, um... dann natürlich die Rechte der Künstler, die sie ja dann auch durchaus haben, zu vertreten. Also darauf zu achten, dass man das nicht irgendwie benutzt für gewerbliche Zwecke, ohne dafür dann auch abzudrücken. Das ist an und für sich ja nicht mal das Problem. Das Problem ist aber, dass die GEMA das völlig egal ist, was der Künstler sagt. Es gibt durchaus... Was hat denn das Taxi da gemacht, ey? Es gibt durchaus Künstler... Ich glaube, da ist auch zum Beispiel Fettes Brot und Fantastische Vier und so. Die sagen, ey, uns ist das relativ egal, wenn die das irgendwo benutzen. Also die GEMA, nö. Uns aber nicht. Also die Künstler können gar nicht entscheiden, wo die GEMA nachgehen soll und wo nicht. Ja. Das finde ich ein bisschen blöd. Dass dann die überhaupt gar kein Mitspracherecht haben, weil immerhin gehört das denen. Ich als... Jetzt los hier. Wäre ich jetzt ein Künstler und würde Musik machen, dann würde ich mich gar nicht bei der GEMA anmelden, ganz ehrlich, weil die Leute kaufen sie oder kaufen sie nicht. Aber für Musiker ist doch wichtig, dass die Musik gespielt wird, weißt du? Egal, ob man jetzt. Natürlich willst du auch irgendwie Kohle dafür haben, weil sonst ist es natürlich scheiße. Du kannst ja nichts bezahlen, aber
es gibt ja auch Künstler, die sagen, ey, macht mit der Musik, was ihr wollt, ist mir Latte, Hauptsache, die wird gehört. Es gibt ja auch Spieleentwickler, die sagen das. Zum Beispiel Mojang, glaube ich. Die sagen auch, macht doch, was ihr wollt damit. Ihr könnt, die sind sogar so krass, dass sie sagen, wenn ihr euch das illegal runterzieht, dann werdet ihr von uns keine rechtlichen Schritte befürchten müssen, weil uns ist wichtig, dass das Spiel gespielt wird. Das finde ich natürlich schon eine krasse Aussage. Einerseits gut, andererseits natürlich schlecht, dass die halt nicht so oft dieses Geld aus sind. Und die haben, glaube ich, damit schon genug gemacht. Und da finde ich EA auch gut. Die sagen, wenn ihr Let's Plays machen wollt, ey, ihr könnt da auch monetarisieren. Das ist uns sowas von egal. Ja. Die werden ja immer sehr negativ beäugt. Gut, ja. Ich meine, ich finde die Spiele, die dann rauskommen, auch unter dem EA-Logo, finde ich gar nicht schlecht. Man muss aber heutzutage, weil sonst, das musst du auf alle anwenden. Es ist ja nun mal so, dass es, ein Geschäft ist, das muss ja schnell sich entwickeln. Früher hat man 3, 4, 5 Jahre auf ein Spiel gewartet, heutzutage ein Jahr, da muss was Neues kommen. Das macht Ubisoft jetzt ganz extrem zum Beispiel. Und ja, dieses Rumhacken auf, gut, das muss jeder auch für sich selbst. Ich finde es jetzt nicht so schlimm. Verlass das von dir. Okay. Wie deponiere ich? Achso. So. Okay. Ach du Scheiße. Ich muss hier weg. So. Ich hoffe, die da oben können mich nicht treffen, das wäre ziemlich blöd. Aber Moment, hier sind noch mehr, oder? Ah, da. Der ist nicht down. Jetzt ist der aber down, 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 down. So. Headshot. Bitch. Man muss natürlich jeder für sich selbst finden, aber, oder wissen. Ich finde die Spiele, die... Nice. Ich finde die Games, die von EA kommen, nicht scheiße. Ich finde Dragon Age ist ein super cooles Spiel. Ich finde das Telefon ist auch super cool. Jacob, I delivered the stuff, man. Nice, Nico. Now the friend of operation in a star. Come if you want to make another delivery, see? So. Finde Mass Effect genial und freue mich da auf die Fortsetzung. Freue mich auch megamäßig auf Inquisition. Das wird ein richtig geiles Spiel, hoffe ich. Und sonst weiß ich. FIFA habe ich jetzt zwar eine lange Zeit nicht mehr gespielt, finde ich aber trotzdem ziemlich cool. Muss ich sagen, ich mag FIFA an und für sich schon. Und ja, sonst weiß ich auch nicht. Das wären jetzt die einzigen erstmal, die mir einfallen. Gibt es natürlich noch viele andere, aber... Ja, man muss halt nicht immer dieses... die sind doch scheiße. Ich meine, die kaufen natürlich die ganzen Studios, aber ich meine, ja, die wollen ja auch Geld machen, ne? Das ist halt, Moment. Roman. Nico, komm zu mir ins Depot. Ich will dir jemanden vorstellen. Rome. Ja, das ist klar, Rome. Dann komme ich mal zu ihm ins Depot. Ins Depot. Wen möchte er mir denn vorstellen? Mal schauen. Muss man halt immer selbst wissen, ne? Aber warum kam ich jetzt darauf? Ach, wegen der Musik. Ja, das haben wir schon abgehakt, das Thema. Und dass ich mich auf Inquisition auf jeden Fall freue. Das wird, glaube ich, ein richtig gutes Game. Frostbite Engine 2, glaube ich, soll benutzt das. Ich glaube, Mass Effect 4 soll das ja auch benutzen. Da bin ich auch mal mega gespannt drauf. Aber erst mal freue ich mich auf Dragon Age Inquisition und darauf freue ich mich sogar ein Stückchen mehr als auf Watch Dogs, muss ich sagen. Das wird, glaube ich, ein richtiges Knaller-Game. Hoffe ich zumindest, ne? Hoffe ich zumindest. Mal erstmal gucken, was der gute Roman von uns will. Logging on. We'll just get there. Damn these people. Hey, Roman. Cui estero in ti? Brucey! Have you met my cousin, Nico? This is Brucey. We met Brucey! Oh, lovemeat.net? No. In a dark corner, doing dark deeds. We're both players, my friend. Players. VIP. For real, classy, but also sexy. Hmm. That's how I like my women. I work at it, so they should too, right?
Yeah. What is he talking about? Percy's a dreamer. He understands my vision. Oh, so he's an idiot. Hey, screw you. Listen, man, you should try going online. I know how to go on the line. I just haven't done it here. Of course. Technophobe. Luddite. We gotta get you online. It's a world of opportunities. Such as? All kinds of things. Yesterday, I was online, and I discovered a blog about women who don't like to shave. That's pretty important. Listen, I promised Brucey I'd go out with him. Can you go out and get it sorted? Okay. Go to Twat and register on one of the PCs there. A pretty girl is expecting you. I'm bored of not being able to email your cousin, and the family keeps sending me news for you. Brucey, yeah, stop exercising. Okay. Let's put some bitches to the sword. VIP style, come on! He's a cool guy. Ровно домогу. Добьем преку интернета. Мислишь, да сам лут? Brucey! Die alte Noodly! So, gut, dann müssen wir jetzt zu Twat fahren. So. Jetzt geh doch mal weg hier. Ich muss mit meiner Karre hier vorbei, Junge. Oh, ich bin irgendwo gegengefahren. Toll, weil du nicht vorbei weg hier überhaupt. Meine Güte, das machen wir jetzt noch schnell. Das sind übrigens ziemlich cool, dass wir uns hier auch Online-Dates beschaffen können. Das finde ich richtig genial, ne? So, zack. Zack. Straße sieht gerade irgendwie cool aus, finde ich. Geile Karre, wa? Ja, weg da. Siehst du, dass ich hier rein will, oder wie? Hey there, my name's Nico. My cousin, he told me to come here. Roman, he called me about you. He's so funny. I set you up on that computer already. It's easy. Just follow the instructions on there, okay? Vor allem, welchen darf ich mir denn aussuchen? Cool. Moment, Web? Was ist denn Web? Was ist denn das hier? Mail checken. Du bist jetzt online. Geht relativ schnell. Man setzt sich ran. Zack, fertig. I find Mail Support. Willkommen, I find Mail Nutzer. Herzlichen Glückwunsch. Sie sind der neueste I find E-Mail Nutzer. Es ist nur noch ein Schritt zur Aktivierung Ihres Kontos erforderlich. Antworten Sie einfach auf diese Mail. Und Ihr Konto wird vollständig aktiviert. Dann können Sie von unserem Gratisdienst profitieren, mit dem Sie mit jedermann sinnlose Informationen austauschen können. Bitte beachten Sie, dass iFind die Rechte an allem, was in einer iFind-E-Mail steht, besitzt. Ihre neue Adresse lautet nicobellic@ifind.info. Gruß, iFind Support. Wir antworten natürlich: Bitte aktivieren Sie mein E-Mail-Konto. Dankeschön. Und schon haben wir es. Oh yeah. Ich finde auch cool, hier gibt es auch Internetseiten und so, da kann man vielleicht auch mal irgendwie gucken. Autos. Blöd finde ich, man kann die, glaube ich, noch gar nicht kaufen. Die sind einfach nur da. Need legal help. Gobel, Ligner and Schister was founded, bla bla bla. Das ist immer interessant. Serienmörder auf freiem Fuß. Statt der zur Panik aufgefordert auch noch. Genauso gehört sich das auch. Es ist eine Tatsache, der niemand gern ins Gesicht blickt. Es ist Stoff für Albträume. Die Polizei räumte ihre Besorgnis über Gemeinsamkeiten bei einer Reihe von Mordfällen der letzten Jahre ein und nimmt an, dass in Liberty City ein Serienmörder am Werk ist. Der Mörder, der bislang noch keinen Spitznamen hat, scheint etwas gegen Freizeitsportler zu haben, denn drei der Opfer waren Jogger. Oh mein Gott. Sie alle wurden beim Laufen am späten Abend enthauptet. Für uns scheint dies ein Glücksfall zu sein, denn wir betrachten die Auswirkungen dieser schrecklichen Fälle in allen grauenvollen Einzelheiten und suchen nach der Hauptfigur dieses Spiels. Währenddessen empfiehlt die Polizei den Bürgern, mehr Steuern zu zahlen und auf eine Anhebung von Grundgehalt und Überstundenvergütung zu drängen. Es ist lange her, seit es in der Stadt einen anständigen Serienmörder gab und wir glauben, dass die Lage noch viel schlimmer wird. Dezernatsleiter Detective John Atkinson sagte:
Wenn der Kerl tatsächlich ein Serienmörder ist, dann kommt mein Name sehr oft in die Zeitung. Daher muss ich vermeiden, etwas Dämliches zu sagen oder zu tun. Wir raten dringend, nicht vor die Tür zu gehen und wenn doch, dann führen Sie bitte immer ein Handy oder einen Polizeibeamten mit. Das Wichtigste ist allerdings, dass die Leute nicht mehr als nötig in Panik ausbrechen. Wir bleiben am Ball. Da fühlt man sich direkt sicher. So, soll ich hier eigentlich irgendwas machen? Eigentlich, das war's schon, ne? Oh, guck mal. Ah, sofort lieber finden. Nicht so schüchtern. Suche nach Singles in deiner Nähe. Wähle unten deine Vorlieben. Mr. Fackler, Gründer von Love Meat. Oh ja. Sie möchte kein... Aha. Sie möchte keine Eheverträge, ich verstehe. Algonquin. Job? Sexualität, eins meiner Attribute. Körperbau, perfekt. Und dann sie über sich. Man könnte jetzt sagen, okay, ich möchte ausgehen. Ich bin aus Russland in dieses Land. Komm, wir machen einfach mal Scheiß drauf. Ist ja wurscht, ne? So, ja, okay. Ausloggen. Läuft. Wir sind online für einen ganzen Donner, waren wir online. Das läuft hier richtig gut. Und damit gehen wir auch wieder... Ich steck vielleicht mal die Waffe weg. Und dann verlassen wir auch wieder das Toad Internet Café. Ich bedanke mich bei euch. Bis zur nächsten Folge. Haut rein.